mit Spürnase gegen Minen. Diensthündin Ronja trainiert für den ersten Auslandseinsatz. Sie sind ein Team. Ein Team, das eine ernste Aufgabe im Einsatz zusammenschweißt. Ronja ist eine von derzeit 13 Minenspürhunden der Bundeswehr. Das Maul muss geschlossen sein. Nur so ist garantiert, dass Ronja jeglichen Duft über ihre feine Nase aufnimmt. Die gelbe Sicherheitslinie trennt den ungefährlichen vom gefährlichen Bereich. Hat Ronja nichts gefunden, wird die Sicherheitslinie um eine Hundebreite in die verminte Fläche hinein verlegt. Die Suche nach möglichen Minen beginnt für Herr und Hund von Neuem. Also das Wichtigste ist eigentlich die Bindung bei uns. Der Hund muss auf den Hundeführer fixiert sein und umgekehrt, weil der Diensthund muss halt im Gehorsam stehen. Schließlich und endlich hängt ja auch irgendwo sein eigenes Leben dann davon ab. Solche Sprengstoffproben werden bei der Übung vergraben, um Minen zu simulieren. Für einen Hund gibt es da keinen Unterschied. Hat die feine Nase des Vierbeiners den Sprengstoff einer Mine gerochen, setzt sich der Hund ruhig ab und die Lage der Mine wird vom Hundeführer mit einem roten Kegel markiert. Hund und Hundeführer kehren in den sicheren Bereich zurück und der Erfolg wird belohnt. Minenspürhunde sind oder brauchen einen guten Spürsinn und müssen auch den Willen haben zu suchen, müssen ausdauernd suchen. Soll einigermaßen ruhig sein. Die Arbeit in der Sperre verlangt dies. Er darf nicht allzu triebig sein. Wir dürfen nicht zu aggressiv gegenüber anderen sein. Also hundetechnisch, die müssen sie sehr gut verstehen alle. Denn ein Einsatztrupp besteht immer aus zwei Teams. Während Lischka und Ronja in der Sperre arbeiten, macht der Hund des Kameraden Pause. Er selbst überwacht den Einsatz des zweiten Hundeführers. Meine Aufgabe hier ist, den Hund zu beobachten mit dem Hundeführer zusammen, um zu schauen, ob der Hund noch konzentriert sucht. Ja, wenn der Hundeführer selber sieht bloß den Kopf vom Hund und ich sehe den kompletten Hund. Ja, wenn der Hund jetzt schwänzelt beim Arbeiten, ist noch alles in Ordnung. Ja, der Hund ist noch konzentriert bei der Sache. Stellt er das Schwänzeln dann ein, ja, verliert der Hund langsam die Lust. Ja, er wird unkonzentriert. Und dann muss ich dem Hundeführer sagen, nimm den Hund jetzt raus, weil die Arbeit, die er macht, ist nicht mehr 100%, sondern wird leicht haarig, ja. Jeden Tag wird mit den Mine Detection Dogs, den Minenspürhunden, trainiert. Auch nach Dienstschluss sind beide zusammen. Dieser ständige Kontakt stellt sicher, dass das sechsbeinige Team sich haargenau kennt und aufeinander eingestellt ist. Das ist kein Wolf, wo man einen Schlüssel abzieht und wenn in der Früh der Blinker nicht geht, mache ich ein neues Bierchen rein. Es ist ein Lebewesen, das kann mein Kopf weh haben, das kann vielleicht mein Bauch weh haben oder Durchfall oder vielleicht auch gerade jetzt, wenn er suchen muss, sich schlicht und ergreifend lösen müssen. Und das muss der Hundeführer erkennen, weil der Hund wird zwar suchen, aber bestimmt nicht mit der Konzentration, wie es erforderlich ist und dann kann es natürlich auch mal schief gehen. Den Hund lesen lernen, nennen das die Hundeführer. Und wer nicht auf die Signale seines vierbeinigen Teamspielers reagiert, begibt sich mitunter in eine tödliche Gefahr, trotz des Schutzanzuges. Es ist eben nur eine schmale Linie, die den Erfolg vom Misserfolg trennt. Ich war als Kampfhunderäumer schon viel mehr im Einsatz. Ich habe auch selber meine Mine gesucht, war selber in gefährlichen Situationen, habe mich damit eigentlich sehr gut zurechtgefunden. Der große Unterschied war ich mir unsicher, habe einfach nochmal nachgeschaut. Anfang war es für mich sehr große Umstellung zu sagen, okay, jetzt bist du für mein Leben verantwortlich. Wenn sie es ja nicht hinsetzt, dann ist da halt nichts. Ich werde gleich als Nächster unmittelbar auf dieser Fläche gehen, die sie gerade abgesucht hat. Und da war am Anfang ein bisschen schon ein mulmiges Gefühl. Aber im Laufe der Ausbildung, da ist ein Vertrauen gewachsen. Angst um sie, ja. Angst um mich, weiß ich nicht. Das ist in der Aufgabe ist es erst einmal nebensächlich.